Seid gegrüßt, meine lieben tapferen Freunde, zu einem neuen Paddelvideo von mir und zu einem neuen Paddeltest bzw. Testpaddeln. Heute paddeln wir mit dem Gumutex Rush 2, was ich hier schon im Packsack habe. So habe ich das Ganze transportiert, einfach mit dem Eckler Beach Rolli, und ich baue das Ganze jetzt mal auf und dann schauen wir uns das mal an. Also beim Aufpumpen ist mir gleich aufgefallen, dass das ein bisschen schneller ging, wie beim Sea Wave zum Beispiel. Es ist auch ein bisschen kürzer, die genauen Daten sage ich euch gleich. Also, das Boot hat eine Länge von 4,20 Meter, eine Breite von 81 cm, also Länge 4,20 Meter, ein bisschen kürzer als das Sea Wave, das ist 4,55. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt bei dem Wind. 81 breit, hier ne, an der breitesten Stelle, hat ein Gewicht von 15,5 Kilo, 195 Kilo Zulast. Das Sea Wave hat da mehr, das sind glaube ich 200 noch was. Also ihr seht das nochmal, zwei Personen können darin fahren, kein Kind oder was soll das heißen. 195 Kilo kann man da reinladen, beim Sea Wave sind es glaube ich 250. Und die Kammern werden aufgepumpt mit einem Druck, hier die Bodenkammer. Das sind 0,5 Bar in der Bodenkammer und 0,25 Bar, da unten sieht man es auch leider jetzt auf dem Kopf, aber man sieht es glaube ich, seht ihr es auch? 0,25 Bar in den Seitenkammern, also in den Seitenschläuchen. Wir haben hier vorne wieder die Gumutex üblichen Tragegriffe, wo ich auch meine Leine dran festgemacht habe, das heißt meine Treideleine dran festgemacht haben. Hier sind überall Möglichkeiten, um diese Stabilisierungsstangen einzubauen. An der Seite haben wir so Ziehleinen, also im Grunde Kenterleinen werden die glaube ich genannt. Und die sind dafür da, dass wenn man mal das Boot ziehen muss oder wenn man mal rausgefallen ist, dass man sich daran festhalten kann. Die gehen aber nicht ganz rum, so wie beim Gumutex Sea Wave, sondern die gehen nur hier vorne und hinten so ein Stück weit. Oben auf der Kante haben wir dann wieder unser Klettverschluss hier, ne, wo man die Spritzdecke drunter festmachen kann. Der geht ziemlich schwer ab, der wurde anscheinend noch nicht so viel benutzt, komme ich später zu. Hier sind auch wieder diese Löcher drin, damit wenn da Wasser reinkommt, dass es unten rausfließen kann. Das gleiche haben wir vorne und hinten natürlich auch. Also die Ventile sitzen einmal hier vorne in der Mitte zum Aufpumpen. Das sind die ganz normalen Push-Push-Ventile. Und hier an den Seiten, an den Schläuchen, ziemlich weit vorne, wenn ihr das mal seht. Also die sitzen ziemlich weit vorne im Boot. Dazu sage ich auch später, nee, sage ich jetzt was zu. Bei der neuen Version sitzen die tatsächlich wie beim Sea Wave hier hinten. Was ist das? Ich glaube, es kommt ein Dampfer. Ah ne, eine Lok, okay. Also beim Sea Wave sitzen die wieder hier hinten, bei der neuen Version sitzen die wieder hier hinten. Und zwar einmal hier und hier in den Seiten, damit sie weniger stören. Das hat man nachgebessert. Ansonsten ist das Boot aber meines Erachtens völlig gleich geblieben. Diese alte Version und die neue Version. Was mir bei Gumutex immer schon mal wieder aufgefallen ist, ich weiß nicht, ich glaube, ihr könnt das ganz gut sehen. Man hat hier, gerade wenn das Boot etwas älter ist, hat man hier diese Klebereste. Sieht natürlich immer ein bisschen unschön aus. Weiß ich nicht, ob man die nicht hätte nach der Produktion entfernen können oder so. Aber das ist so ein typisch Gumutex eigenes Ding. Das Rush 2 gibt es tatsächlich nur in der Farbe Schwarz. Und das Verdeck ist, glaube ich, rot. Rot-schwarz oder so. Müsst ihr mal nachgucken. Das habe ich jetzt nicht dabei. Hier hinten haben wir die Auslässe für die Steueranlage, die man natürlich auch einbauen kann. Obwohl es ein sehr kurzes Boot ist, kann man hier eine Steueranlage einbauen. Hier hinten ist wieder diese Karte und das Loch eigentlich zum Entwässern des Bootes. Also um das Wasser rauszulassen. Aber hier kommt auch die Steueranlage rein. Apropos Steueranlage, es ist noch ein kleines Problem beim Rush. Da ist die Steueranlage, die kommt ja dann hier raus und man kann die, hat hier keine Haken, wo man die dran festmachen kann. Das heißt, man könnte sie nur hier an den Laschen für die Versteifung festmachen. Und das ist natürlich nicht ganz so optimal. Da müsste es eigentlich noch eine Möglichkeit geben, die irgendwie anders zu befestigen und dass man die hier schön durchführen kann. Man kann hier natürlich irgendwelche Haken reinmachen oder so, wo man die dann lang führt. Ist also ein bisschen Bastelarbeit gefordert. Es gibt drei Aufhängungen
für die Sitze. Einmal hier, einmal dort in der Mitte für die mittlere Position. Und für die Zweierposition ist halt der vordere und der hintere geeignet. Ich werde das Boot heute in der Einer-Konfiguration fahren, das heißt auch nur mit einem Sitz. Und den baue ich gleich mal ein. Erstmal den Sitz, der mitgeliefert wurde. Und später gucken wir uns nochmal einen anderen Sitz, eine Alternative an. Also das ist hier der Sitz, der im Lieferumfang enthalten ist und der dabei ist. Das ist einfach nur so ein Schaumstoffsitz. Also es sind feste Elemente, die kann man nicht aufblasen, mit so einer Gewebe, Kunststoffgewebeschicht drüber. Naja. So sitzt der Sitz jetzt hier drin. Also ihr seht, der klappt natürlich immer nach vorne. Und da habe ich jetzt gesehen, haben wir hier hinten noch so eine Leine, die müssen wir noch festmachen. Also man hat hier noch so ein Gummiband dabei. Das war jetzt ein wilder Schwenk, ne? So ein Gummiband dabei. Das kann man hier unten durch diese Halterung für die Befestigungshalterung machen. Ich könnte das sogar gleich noch einen weiter nach hinten machen. Hier war schon mal was angebunden. Das sieht man auch schon, ist schon ein bisschen ausgeleiert. Und dann klickt man die einfach, mit einer Hand ist ein bisschen schwer. Ah doch, klickt man die hier ein und dann sitzt der Sitz auch wirklich fest und ist hier an 1, 2, 3, 4, 5 Punkten arretiert. Hier habe ich jetzt nochmal die Versteifung, also die im Grunde die Spritzdeckenspanner für das Boot. Die baue ich jetzt mal ein, die sind normal nicht dabei, aber damit ich dann meine Kamera dran festmachen kann. Da sind zwei Fußstützen dabei. Das ist die hintere, die dort, die ist für die vordere Position bzw. für die einer Position. Und die hintere, die ist für die, wenn man zu zweit wird, für die hintere Position. Die ist etwas breiter, aber wir bauen jetzt die vordere ein für die Einzelposition. Also, ich habe die jetzt mal eingebaut und ihr seht schon, so ist sie noch ein bisschen weit, aber dann kann man einfach hier an den Riemen so ein bisschen ziehen und kann die nach vorne stellen, bis man das ideal hat. So wäre für mich, glaube ich, ziemlich gut. Das können wir auch während der Fahrt noch verstellen. Also eigentlich recht stabil das Ganze. Natürlich hat man hier in der Mitte genau diese Wulst. Gucken, ob das ein Problem wird. Wir fahren ja heute 20 Kilometer von Salz der Helden bis Frieden. Hier, manche haben sich aufgeregt, dass diese Ventile an den Seiten so ein bisschen stören. Müssen wir mal gucken, aber beim neuen sind die sowieso hinten, dann ist also das Problem nicht mehr da. Ich habe das Boot jetzt nochmal umgedreht, um euch das mal von unten zu zeigen. Also das hier ist diese Kielwulst, die man ja auch von oben schon gesehen hat, wo man also genau mit den Beinen ist. Die soll dem Boot ein bisschen eine Stabilisierung geben, also einen besseren Geradeauslauf. Und die ist ja auch nochmal mit so einem Kunststoff überzogen, also das ist hier richtig dick und fest. Und das ist der Dropstitch-Boden. Ah, da habe ich, glaube ich, noch gar nicht drüber gesagt, außer dass man den mit 0,5 Bar aufpumpt. Der ist natürlich sehr flach. Hinten ist die Möglichkeit, halt die Finne festzumachen. Ich möchte aber gerne jetzt erstmal ohne Finne fahren, um zu sehen, ob das so überhaupt fahrbar ist. Hier vorne die Nase sozusagen des Bootes. Die ist auch sehr stabil, hier auch mit Dropstitch-Material an den Seiten. Und hat eine schöne Kielform. Mal sehen, was das bringt bei der Fahrt. Dadurch, dass das Boot schwarz ist und wenn man das jetzt so in der Sonne liegen lässt, Sonne kommt nämlich gerade raus, worüber ich mich sehr freue, könnte ich mir vorstellen, dass der Druck in den Kammern noch mal ein bisschen steigt. Deshalb müssen wir jetzt sehen, dass wir das Ding ins Wasser kriegen. So, ich habe jetzt mal alles zusammengepackt. Also hier vorne habe ich meine Tasche mit den Klamotten und so. Da die zweite Kamera und die Halterung für die erste Kamera. Der Sitz. Dann hier die Zugriffstasche mit Futterei. Das Ruder liegt da auch wunderbar zwischen. Dann hier hinten die Grabner Hecktasche. Und ganz zum Schluss dann noch mit dem Netz befestigt den guten alten Eckler Beach Rolli, der hier auch wunderbar drauf passt. Den kann man auch genau hier hinter die Auslässe von der Steueranlage ziehen. Dass, wenn man mit Steueranlage fährt, kann man den da auch wunderbar drauf packen. Passt alles, alles fest, es geht los. Und Start. Mein ganz besonderer Dank gilt natürlich wieder EQ-Sport aus Aiklingen bei Celle, nämlich der Laden, der mir das Boot hier zur Verfügung gestellt hat und für eine Testtour ausgeliehen hat. Und was ich als allererstes sagen muss, es geht ganz schön ab.
Also ich habe das Gefühl, dass es sehr schnell läuft. Das werden wir natürlich alles noch genau testen. Wir fahren jetzt hier die Leine runter bis Frieden. Also nochmal vielen Dank an Gunnar und sein ganzes Team, dass er mir das hier ermöglicht und dass ich hier diese Testtour machen kann und euch da draußen zeigen kann, was es für schöne Kajaks gibt und vor allen Dingen Luftboote. Ich werde nur Luftboote testen, vielleicht mal ein Faltboot. Jetzt gucken wir erstmal, wie das Ding hier gerade ausläuft. Also ich gebe jetzt mal Gas und höre gleich mal auf zu paddeln, aber ich glaube, das wird nichts. Also ohne Finne dreht es sich sofort weg. Ist natürlich so auch super wendig, ist klar. Aber ohne Finne hat man hier kaum eine Chance, mal ein Stück geradeaus zu fahren, ohne dass sich das Boot dreht. Das ist also noch extremer wie beim Sailgear Spark, was ich am ersten Video getestet habe. Ja. Also wenn wir bei der nächsten Gelegenheit hier irgendwo anlanden und die Finne drunter basteln, das ist mein Auftrag sozusagen. Ich paddel das Boot jetzt mit einer Paddellänge von 2,30 Meter. Und ich glaube, das ist ganz angenehm von der Länge her. Lässt sich ganz gut paddeln. Also es kommt kaum Wasser ins Boot, wenn man diese Tropfringe, das sind nämlich Tropfringe ganz nach außen stellt. Ja, und das Boot will halt, wenn man aufhört zu paddeln, sofort ausbrechen. Also hier, sobald ich aufhöre, durch diesen flachen Boden bricht es sofort aus und ihr seht ja, das ist schon extrem. Ich guck mal, ob ich hier irgendwie an Land komme. Ah, das sieht mir ein bisschen zu schlammig aus. Nö, wir fahren noch ein Stückchen weiter. Da hinten kommt ja diese Bucht, vielleicht können wir da irgendwie reinfahren. Was sofort auffällt, ist, dass die Wände, also die Seitenschläuche, um einiges niedriger sind als beim Seawave oder auch beim Sailgear Spark. Was natürlich ein ganz cooles Gefühl ist, wenn man so mehr oder weniger auf dem Wasser sitzt und auch hier nicht mit den Händen beim Paddeln an die Schläuche kommt, wie das ab und zu beim Seawave mal ist. Aber dadurch kann ich mir vorstellen, dass auch sehr viel schneller Spritzwasser in das Boot kommt. Durch diese etwas schmaleren Seitenwände, beziehungsweise nicht ganz so hohen, ist es aber auch so, dass wenn ich hier meine Beine ausstrecke, seht ihr ja, dann, wo ich da mit meinen Füßen bin, ne? Das heißt, wenn hier eine Spritzdecke rüber wäre, es würde, glaube ich, eng werden. Ich fahre allerdings die Boote sowieso nur offen bisher. Spritzdecke habe ich überhaupt noch nicht gebraucht. Und ja, also mit Spritzdecke wird es eng, habe ich auch schon öfter gehört, dass man dann mit den Fußspitzen, ich habe Schuhgröße 46 übrigens, dass man mit den Spitzen von den Füßen dann auf jeden Fall gegen die Plane kommt. Jetzt fahre ich schon mal wieder rückwärts. Ich drehe mich wie so ein Autoscooter. Nach dem Hochwasser, das hatte ich ja im letzten Video schon erwähnt, ist die Leine hier völlig wild wieder geworden. Hier liegen überall Bäume im Wasser. Allerdings keiner, der den Flusslauf irgendwie versperrt. Deshalb hatte ich ja auch diese Tour vor ein paar Tagen gemacht, um festzustellen, ob die Leine überhaupt fahrbar ist oder ob da zu viele Bäume drin liegen. Es geht. Also man kann die Leine fahren, das habe ich im letzten Video schon festgestellt. Aber hierfür nochmal für die Leute, die das Testvideo gucken. Um das nochmal zu erwähnen, denn ich wollte nicht mit einem geliehenen Boot sozusagen hier runterfahren und überhaupt nicht wissen, was auf mich zukommt. Vielleicht kann ich hier dann die Finne unterhalten. Das wäre natürlich cool. Oh Gott, ja, Schlamm. Schlamm 2000. Okay, Freunde, das war eine dumme Idee. Das ist hier total aufgeweicht und man sackt da erstmal so einen Meter im Schlamm ein. Also das kann man vergessen. Bisher habe ich noch keine vernünftige Ausziehstelle gefunden, aber ich wollte euch mal zeigen, das Boot dreht sich halt sofort weg, ne? Sobald man aufhört zu paddeln. Und also nochmal meine ausdrückliche Empfehlung, das Ding wirkt, also das Umutex Rush 2, nur mit einer Finne oder mit einer Steueranlage zu fahren, die auch dafür vorgesehen ist. Damit mag das ganz gut gehen. So ist es ein bisschen schwierig. Was für eine Aktion, aber Finne ist drunter. Gui! Und jetzt mal schauen, was sich verändert hat. Oh ja, viel besser. Viel besser. Jetzt haben wir hier auch ein bisschen Strömung von diesem kleinen Fluss. Das ist so ein Seitenarm, der hier in die Leine fließt. Durch die Finne haben wir natürlich jetzt unter dem Boot. Das ist also so eine typische Gumutex-Finne. Zeige ich euch beim Wehr nochmal, wie groß die genau ist. Also kennt er ja eigentlich.
haben wir jetzt natürlich ein bisschen, ja, weniger, mehr Tiefgang? Mehr Tiefgang. Wir haben mehr Tiefgang und können dann auch schon mal als eine oder andere Mal irgendwo gegenstoßen. Aber ich höre jetzt mal auf zu paddeln. Ja, viel besser. Also ohne Finne braucht das Ding nicht fahren. Entweder macht gleich die Finne runter oder wenn ihr flachere Flüsse habt, braucht ihr die Steueranlage, die es für dieses Boot gibt. Glaube ich, die gleiche wie beim SeaWave. Ja, jetzt kann es fröhlich weitergehen. Und was eine Katastrophe. Sobald ich aufgehört habe zu paddeln, habe ich mich sowieso einmal komplett rückwärts gedreht. Und selbst wenn ich geradeaus paddeln wollte, war das schwer möglich. Immer wieder, ich muss immer Doppelschläge auf einer Seite machen. Das macht keinen Spaß. Aber mit Finne, ja, läuft das Ding, ne? Zieht auch so ein bisschen. Oh nö, läuft. Läuft. Also mit dem Wulst und der Finne haut das hin. Ja, für wen ist das Boot was? Auf jeden Fall ist es Anfänger geeignet, würde ich sagen. Dann natürlich mit Finne, wie schon erwähnt, einige Male. Weil es ist recht, ihr seht, ziemlich stabil. Man kann es so ein bisschen kippen, aber es ist mindestens so stabil wie das SeaWave oder auch das Sailgear. Also da nehmen sich diese Boote nichts. Es ist ein bisschen ein anderes Gefühl, wenn man damit fährt. Es ist ein bisschen, als wenn man so auf dem Wasser liegt, wie mit so einem Bügelbrett und darüber gleitet. Also es taucht nicht tief ein ins Wasser. Man sitzt so oben drauf. Durch die flachen Seitenwände oder Seitenschläuche hat es, ist man sehr nah am Wasser irgendwie, habe ich so den Eindruck. Und mit dem Paddel kommt man auch nicht in irgendwelche Schwierigkeiten rein. Das ist alles wunderbar. Es hat genug Stauraum, auch für eine Mehrtagestour, würde ich sagen, gerade so. Ist ja auch 4,20 Meter lang und das SeaWave ist, glaube ich, 4,55 Meter lang. Und das Sailgear war 3,70 Meter lang. Ja, aber dafür ist es auf jeden Fall auch geeignet. Vielleicht für so ein bisschen erfahrenere Paddler, weiß ich noch nicht. Das werden wir gleich sehen in Ritterode, im Wildwasser, wie es sich da macht. Beziehungsweise, wenn so ein leichter Schwall kommt, was das Boot dann so macht. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall genieße ich hier schon mal wieder diese wunderschöne Tour an der Leine. Noch ein Wort von mir zu dem Dropstitch-Material, was ja im Boden verbaut ist. Dieses Dropstitch-Material kommt ja so ein bisschen aus dem Stand-Up-Paddling und wird da auch schon seit Jahren verwendet und ja, bewährt sich da wohl auch. Ich weiß allerdings nicht, wie langlebig das ist. Das Boot ist ja, genau wie das SeaWave, aus dem Nitrinol von Gumutex, so eine eigenentwickelte Gewebefaser mit Kautschuk, glaube ich, Überzug. Die ist unglaublich robust. Aber und auch das Dropstitch-Bodenelement ist aus diesem gleichen Material. Nun ist es ja so, dass bei Dropstitch sozusagen die Außenhäute, also wenn das so der Boden ist mit den beiden Schichten oben und unten. Und jetzt kommt schon die Stufe. Ich erkläre es euch trotzdem noch kurz. Die beiden Außenhäute werden ja sozusagen mit so Fasern zusammengehalten. Und die werden natürlich auseinandergezogen. Wenn es irgendwann mal dazu kommt, dass diese Fasern reißen, kann es natürlich schnell sein. Mal kurz ausweichen hier. Kann es natürlich sein, dass der Boden sich auseinanderwölbt. Dann hat man da so eine Wulst und dann ist das Kajak kaputt oder nicht mehr reparabel. Ich habe da noch nichts gehört, dass das sowas mal passiert ist, aber ist so eine Sache, die halt noch nicht so lange von Gumutex erprobt ist. Jetzt ein paar Jahre zwar auch schon und ich habe auch noch von keinem was gehört, dass da große Probleme gegeben hat. Nur im Hinterkopf behalten. Das war die Stufe in Ritterode. Und ich glaube, die Aufnahme lief nicht. Verdammt, was für ein Ärger. Aber ich bin pitschnass geworden. Und ich kann jetzt auch nicht mehr zurückfahren. Ja, ließ sich ganz gut fahren. Wie schon gesagt, Aufnahme lief irgendwie nicht. Tja, blöd gelaufen, aber das Boot hat sich ganz gut gemacht, aber ist auch ganz schön zur Seite getrieben worden. Also da bin ich mit dem SeaWave deutlich besser durchgekommen. Ja, jetzt läufst du, blöde Kamera. Also, auch wenn ich sie leider diesmal nicht im Bild eingefangen habe, das erste Mal, war das die schwierigste Befahrung der Naturstufe bisher. Ich muss sagen, das Boot ist stand schon, das liegt halt so auf dem Wasser und man kann es nicht so richtig
Ja, es wird nicht so richtig mitgezogen, sondern ist schwer zu beschreiben. Es geht wunderbar. Seitenwände sind natürlich ein bisschen niedrig, dadurch kommt ziemlich viel Wasser ins Boot. Aber ja, also bisher für mich die schwierigste Befahrung. Das ging mit dem Spark eindeutig besser und mit dem Seawave sowieso. Das ist ja außer Konkurrenz sozusagen. Okay, jetzt haben wir hier nochmal die zweite Stufe und die können wir jetzt auch fahren. Also die fahrt ihr jetzt auch mit, weil ich die Kamera nämlich eingeschaltet habe, ich Honky. Letztes Mal fährt die immer hier so auf den Zungen. Ja, das geht ganz easy. Ja, kein Problem. Also ihr seht es vielleicht, wenn ihr darauf geachtet habt, das Boot dreht sich von der Strömung immer so ganz leicht weg. Manchmal auch, guck mal, Fischreihe, wie cool. Dreht sich immer so ganz leicht weg teilweise von der Strömung. So als wenn es gar nicht mit der Strömung mitgezogen wird, sondern so auf dem Wasser liegt und da sich völlig frei dreht. Das ist mir vorhin schon aufgefallen und das hat sich eben auch nochmal gezeigt. Also ein bisschen eigenartig vom Fahren, aber nicht schlecht. Also es wirbelt da durch. Da könnt ihr also, es ist ja bis Wildwasserstufe 2 angegeben und da werdet ihr auch keine Probleme haben. Ich habe auch irgendwie den Eindruck, dass es immer so ganz leicht nach links zieht, aber das kann auch von meiner Beladung vom Gepäck her sein. Möglich ist es. Ja, hier ist es ziemlich flach, aber bisher sind wir mit der Finne noch nicht aufgesetzt. Dafür hat die Leine einfach momentan viel zu viel Wasser. 1,97 Meter war der Pegelstand in Grenen. Also, was ein echtes Problem ist, ist der Sitz. Ich habe natürlich jetzt die Schwimmweste an, das heißt, ich lehne nicht direkt hinten gegen, sondern mit der Schwimmweste. Aber der Sitz ist halt sehr flach, der habt ihr gesehen, der ist nur so hoch. Und der Boden von dem Boot ist durch dieses Dropstitch auch sehr flach. Jetzt habe ich ja bei den letzten beiden Stufen immer mal so ein bisschen Wasser ins Boot gekriegt. Es regnet ja nicht oder so, dass von oben Wasser kommt, aber halt durch diese beiden Schwelle. Im Seawave ist es zum Beispiel so, dadurch, dass der so Längsriefen hat, dass sich das Wasser in diesen Längsriefen sammelt und es dann erst eine bestimmte Höhe haben muss, ehe es über den Sitz steigt sozusagen. Da muss schon ganz schön viel Wasser ins Boot kommen. Dadurch, dass der Boden hier so flach ist und man natürlich mit seinem ganzen Gewicht, was bei mir nicht wenig ist, ich wiege so 95 Kilo, sitzt man natürlich so eine kleine Mulde in diesem Dropstitch-Boden, auch wenn der hart aufgepumpt ist. Und in diese Mulde läuft natürlich das ganze Wasser. Das heißt, ich habe hier genau am Sitz habe ich so einen kleinen See. Also, ne, ich kann euch das gleich mal zeigen. Also hier genau am Sitz, seht ihr das? Da ist so ein kleiner, ist ein bisschen Wasser. Und das, diese kleine Wassermenge reicht schon aus, damit ich einen nassen Hintern habe. Weil hinten hat der Sitz so eine Kante, so eine dünne. Und wo der Knick ist im Grunde. Und da läuft das Wasser rein. Das heißt, ich habe jetzt nach zweimal ein bisschen einen kleinen Schwall schon nassen Hintern. Was natürlich bei so einer 20 Kilometer Tour nicht ganz angenehm ist. Ich werde den Sitz trotzdem noch ein bisschen weiterfahren. Wie schon gesagt, bis Grene werde ich den durchhalten. Und dann werde ich mal den Sitz von Gumutex, den neuen Universalsitz, nehmen. Den habe ich nämlich zugelegt. Also den habe ich mir selbst gekauft. Den habe ich nicht zur Verfügung gestellt gekriegt oder so. Den habe ich selbst bezahlt. Und den werde ich dann mal testen, ob das vielleicht die bessere Variante ist. Ich kann allerdings überhaupt nicht verstehen, dass bei so einem Boot, was knapp 2000 Euro kostet, ja, richtig gehört, das Boot kostet so zwischen 1900 bis 2000 Euro. Ohne Verdeck, ohne Steueranlage, einfach nur mit den beiden Schaumstoffsitzen. Kostet so um die 2000 Euro, ist teurer geworden, natürlich wie alles jetzt nach Corona und Inflation und was es da nicht alles gibt. Ja, ich habe es auch nicht günstiger irgendwo gesehen im Internet. Bei Ökosport gibt es gerade ein Angebot, da ist es etwas günstiger. Aber, dass man da solche Sitze verbaut, kann ich ehrlich gesagt nicht so richtig verstehen. Ich habe ja schon einige Sitze jetzt von Gumutex unterm Hintern gehabt und die waren eigentlich alle besser. Ja, müssen wir mal gucken, wie das mit dem anderen Sitz ist.
Aber der Sitz kostet halt auch, ist halt Gummotex, ne? Ist auch Nitrinol, der kostet auch 140 Euro. Den müsste man sich also dann wahrscheinlich noch dazu kaufen. Oder den Sitz vom SeaWave, der würde natürlich auch gehen, oder jeder andere. Wow. Ich laber zu viel, ich verscheuche die ganzen, oh, Kormorane. Mist. Ja. Ich verscheuche die ganzen Seevögel, ach Mann. Ja, also, Sitz ist ein Problem. Okay, vorne kommt jetzt die Stelle, wo die Bäume so ein bisschen den Weg verstarren. Ich bin das letzte Mal einfach da über den Ast so rübergeräubert. Mit der Finne könnte natürlich ein Problem werden, ne? Schauen wir mal, wie das klappt. Boah, kein Problem. Also, Finne drückt sich hoch. Hatte ich mir auch schon genauso vorgestellt. Alles gut. Hinten ist ja nicht so schwer beladen. Ging ganz gut. Ja. Ja, beste Grüße nochmal an Wo ist Sven? Also, auch für einen Schneider, der fetten hier mal ganz gerne im Schneider sitzt. Und das ist bei diesem Boot ganz besonders genial. Dadurch, dass die Seitenschläuche nicht so hoch sind, kann man hier wunderbar im Schneidersitz drin sitzen. Und ja, das ist also ein absolutes Schneidersitzboot, würde ich mal sagen. Ich zeig's euch, wartet. Wo guckt ihr denn hin? Also nochmal beste Grüße an Wo ist Sven. Ganz tolle Paddelvideos. Und ja, also das Boot ist auf jeden Fall das beste Schneidersitzboot, was ich bisher gefahren bin. Ja, das sind so Sachen. Das ist ja, es gibt ja viele Tests zum Gummotex 2 und vieles wurde auch schon erwähnt. Und bei mir ist es halt eher so ein Erfahrungsbericht, kann man sagen. Wie finde ich das Boot? Wie komme ich damit zurecht? Es kommt wieder Wind auf. Und wie, ja, wie sehe ich das Ganze? Vielleicht, ich freue mich natürlich, dass es euch interessiert. Das letzte Video ist ziemlich gut angenommen worden. Und ja, dann noch mal was ganz anderes. Freunde, ein Kommentar darunter war, dass das ja ein reines Werbevideo für EQ-Sport wäre und dass es ja widerlich wäre, wie oft ich das erwähne. Natürlich ist es so, dass EQ-Sport mir hier das Boot zur Verfügung stellt. Ich mache die Videos, die können den Kunden die Videos empfehlen oder auch nicht. Und wenn sie sich das mal angucken wollen, also es ist so eine Win-Win-Situation. Ich kriege da keinen Pfennig für. Wir haben das extra so gemacht, dass das alles einfach nur auf Leihbasis ist. Und ohne großes Brimbamborium. Ich bringe das Boot wieder zurück und ja, erzähle dem Gunnar oder wem auch immer, letztes Mal war es Gunnar, erzähle ich dann so ein bisschen, was ich, wie ich das Ganze fand, wie mir das Boot gefallen hat. Es kommt schon wieder ein Zug. Über zwei. Ich erzähle dem Gunnar dann, wie mir das Ganze gefallen hat, also das Boot, jetzt zum Beispiel das Rush 2. Und dadurch kriegt er meine Erfahrungen mit. Die Leute können meine Erfahrungen im Video sehen. Ihr könnt meine Erfahrungen im Video sehen. Und vielleicht ist es dann für die Kaufentscheidung ja ziemlich ja, entscheidend oder auch interessant für euch. Was mir auch noch aufgefallen ist, man sitzt in dem Boot ziemlich weit vorne beziehungsweise in der Mitte. Hier hat man natürlich, ist es am breitesten. Das ist auch ganz nett. Aber, also wenn man es alleine fährt, sitzt man ziemlich weit in der Mitte, was natürlich dafür sorgt, dass man vorne auch ein bisschen mehr Gewicht hat. Das heißt, der Bug auch so ein bisschen mehr Belastung kriegt im Wasser und wahrscheinlich deshalb auch das Boot nicht dazu neigt, dass es vorne anfängt zu ploppern, wie das beim Thaya tatsächlich ist. Das habe ich schon beobachtet und die sind das zu zweit gefahren. Also, man sitzt ziemlich in der Mitte. Das gibt alles in allem so ein bisschen anderes Fahrgefühl als beim SeaWave, wo man ja doch etwas weiter hinten sitzt, also vorne noch viel mehr Boot sozusagen vor sich hat. Und man sitzt im Spark auch ein bisschen anders. Da sitzt man auch etwas weiter hinten. Also ein eigenartiges Fahrgefühl, aber ja, das wollte ich nur mal erwähnt haben. Also man sitzt ziemlich mittig bei dem Boot. Also Freunde, wir sind in Grene angelangt und das sind ja ungefähr 10 Kilometer bis zum Wehr. Und ich muss euch sagen, ich muss jetzt unbedingt den anderen Sitz einbauen. Also diese mitgelieferten Sitze sind hart wie ein Brett
Und mir tut jetzt echt der Arsch weh. Ich kann das nicht so ganz verstehen, wie man da so eine Sitze einbauen kann oder mitliefern kann, wo Gumutex doch wirklich hervorragende Sitze macht. Und auch in den günstigeren Booten, also zum Beispiel dem Safari oder was gibt es da noch alles, dem Framura und dem Seawave, wo das Seawave, finde ich, günstiger ist, ja, gute Sitze verbaut sind. Und jetzt haben sie auch noch diese Universalsitze und ich hoffe einfach, dass die demnächst dann das Rush 2 auch mit diesen Sitzen ausrüsten und diese Dinger einfach in die Tonne schmeißen, weil viel mehr kann man damit leider nicht machen. Dann ist auch noch der riesen Nachteil, dass man diese Sitze ja nicht aufblasen kann. Das heißt, sie haben auch noch ein höheres Packmaß im Packrucksack. Das heißt, mit den beiden Sitzen wird es da schon richtig enge. Meine, es geht, aber ja. Also diese Sitze, tja, müsst ihr mal gucken. Der Beweis, das ist alles, ja, sieht man es, ja, hier sieht man es, glaube ich, so ein bisschen in der Ritze, ne? Das ist alles pitschnass, also die ganze Rückenlehne ist nass, das ganze Teil ist nass. Ich baue die Dinger jetzt aus, oder das, den Sitz. So, mal sehen, wie es jetzt den Kragen hält. Oh ja, das ist gut. Versuche das jetzt mal über die Lens öffnen. Ja, so viel ist es nicht, aber... Oh. Ja, das ging gut, ne? Verlieren. Also Lensöffnung funktioniert. etwas geschundenen Hochdrucksitz kann ich hier hinten an diesen Laschen festmachen. Und vorne halt an den Laschen. Bei dem Boot jetzt sogar noch, das habe ich beim Seawave glaube ich nicht, diese Halterung. Aber im Rush schon, das ist interessant, kann ich hier noch dieses Gummi festmachen und dann ist der bombig, sitzt der, würde ich sagen. So Leute, alles wieder verzaut und verzaugt, die Trolley ist aufgesetzt und der neue Sitz ist drin und ich sage euch, Unterschied wie Tag und Nacht, ein Unterschied wie Tag und Nacht, man sitzt natürlich etwas höher. Ja, aber das ist schon eine andere Hausnummer. Alter, ist der bequem. Und das Geilste ist, ich habe hier hinten ja das Ventil. Das heißt, ich kann den sogar noch ein bisschen anpassen. So. An meine Po-Rundung. Ein bisschen Luft rauslassen. Und jetzt kann es weitergehen. Oh, bin ich froh, dass wir den Sitz umgebaut haben. Neuer Akku ist auch drin. Also Leute, weiter geht's mit dem Gumutex Rush 2. Ach so, noch was zu Gumutex. Gumutex, ja, die meisten wissen das wahrscheinlich von euch, ist eine tschechische Firma und die lassen ausschließlich auch in der Tschechei produzieren. Irgendwas hat unter meinem Boot gedutzt. Und ja, das ist natürlich neben Grabner eins der wenigen Boote, die in Europa dann auch produziert werden, ja, hergestellt werden. Was ja auch noch ein Grund ist gegen die ganzen China-Importe. So, und da sind wir auch schon beim Flachwasser-Check. Also da vorne setzt man normalerweise auf. Jetzt bei dem weniger Wasser geht das ein bisschen besser, aber auch wir werden aufsetzen und da wird sich auch die Finne melden. Flachwasser-Check, Crash-Test. Ja. Okay, Finne sitzt auf. Wow. Okay, jetzt sind wir frei. Jetzt endlich frei. Wow. Okay. Wow. Ihr habt es gesehen wahrscheinlich. Den habe ich voll abbekommen. Der Schwan ruft zu den Enten, zu den Schafen darüber und die antworten. So, jetzt kommt ihr.
Was auf jeden Fall genial ist, jetzt mit dem Sitz. Noch ein paar Worte zu der Fußstütze. Da dachte ich erst, ist gar nicht so schlecht, weil man hier ziemlich fest reinstellen kann. Moment, jetzt muss ich mal einmal den machen. Aber die drückt von den Seiten hier, drückt die natürlich so ein bisschen nach innen. Das heißt, irgendwie hat man das Gefühl, dass die Füße immer so ein bisschen zusammengedrückt werden. Und das ist auf Dauer auch ein bisschen nervig. Ich weiß nicht, ob man das hier so sehen kann, aber man sitzt immer so leicht verschränkt. Das heißt, die Außenseiten von den Füßen immer so ein bisschen nach außen. Man kann auch so, aber es geht. Also die Fußstütze würde ich so noch durchgehen lassen. Die ist okay. Ach so, ich habe hier nochmal ein Foto für euch. Da habe ich mal das Gumotex Rush und das Gumotex CVF nebeneinander gelegt. Und da seht ihr mal, wie viel höher und voluminöser die Seitenschläuche sind von dem C-Wave. Und wie viel länger das ungefähr ist. Also das nimmt sich gar nicht so viel. Aber da sieht man mal, dass die Seitenteile hier etwas niedriger sind. Wie schon gesagt, mit dem Universal-Hochdrucksitz von Gumotex, den neuen, da fährt sich das hier wunderbar. Man hat auch keinen nassen Hinter mehr. Ich trockne so langsam wieder, bis auf den kleinen Schwall eben. Ja, und gleich kommen wir dann zum Fazit. Was gesehen. Stechpaddel gefunden. Ja, Stechpaddel gefunden. Wenn einer das Stechpaddel hier vermisst, ich werde das dann in Frieden ans Wehr legen. Ja, da könnt ihr es euch abholen. Aber ich nehme jetzt doch lieber wieder mal ein Doppelpaddel. Ist ein ganz robustes Kanadierpaddel. Nichts für meine Bedürfnisse. Hier sind so leichte Wirbel teilweise auf dem Fluss und eben bin ich auf einen dieser Wirbel draufgefahren und das Boot hat sich direkt gedreht. Wahrscheinlich als da hinten mit der Finne da reingekommen ist, hat es sofort angefangen sich wegzudrehen. Das ist, denke ich mal, auch durch den flachen Unterboden so ein bisschen anfälliger auf solche Drehströmungen. Es ist nichts Schlimmes. Wie schon gesagt, das Boot ist absolut Anfänger geeignet. Aber ja, wollte ich nur mal erwähnt haben. So, ich hatte schon gesagt, ich will jetzt ein bisschen zum Fazit kommen. Also fangen wir mal mit dem Drop-Stitch-Boden an bei diesem Boot. Man hat den Eindruck, dass das Boot übers Wasser schiebt, wie so ein Brett so ein bisschen. Ne? Also es schiebt mehr rüber, es ist nicht im Wasser, es gleitet mehr auf dem Wasser lang, wie halt wie ein Stand-Up-Paddle-Dings bestimmt auch. Dadurch verhält es sich manchmal ein bisschen anders, also es verhält sich auf jeden Fall anders als eins mit einer kleinen Kiellinie. Das war ja bei dem Spark war so, dass es so eine Kiellinie hatte ein bisschen. Das war völlig anders vom Fahren wie das hier. Das liegt mehr auf dem Wasser. Vorteile davon sind, dass es unglaublich stabil ist. Also man kann sich da jetzt beim Umsteigen oder Aussteigen, kann man sich da wirklich draufstellen, wie auf so ein Surfbrett. Und kann einfach rausgehen, auch beim Einsteigen gibt das kaum nach. Das ist ziemlich cool. Von den Fahreigenschaften ist es für mich aber eher ein bisschen schlechter als das Spark und das Seawave. Weil es halt anders ist. Ne? Aber es gibt ja auch Leute, die mögen sowas. Die mögen das, diese Art des Fahrens. Ich mag das mehr, wenn das Boot so ein bisschen im Wasser drin liegt. Ansonsten ist das Boot vor allen Dingen was für etwas kleinere Menschen. Es hört sich jetzt bescheuert an, aber ich bin halt 1,86 groß, 95 Kilo schwer. Für mich ist das ein bisschen von den Seitenschläuchen und so ein bisschen zu klein. Und mit Verdeck könnte ich es überhaupt nicht fahren. Deshalb kommt dieses Boot auch für mich nicht in Frage. Ich möchte mir noch mal ein zweites, kürzeres Boot zulegen für so Kleinflüsse und sowas. Da kommt das nicht in Frage. Aber wenn ihr eh ein bisschen kleiner seid, das heißt, wenn ihr so unter 1,80 auf jeden Fall seid, so 1,75, sage ich mal, 1,70, 1,75, dann könnte das durchaus passen und kleine Füße habt, dass ihr dann nicht ständig mit den Füßen und das Verdeck kommt oder das Ding sowieso nur offen fahren wollt. Wenn ihr es nur so für Freizeittouren so ein bisschen offen auf dem See oder so, ich denke mal, das ist echt ein gutes Boot. Wird euch da gute Dienste leisten, bin ich mir ziemlich sicher. Für längere
Flussfahrten mit auch ein bisschen Wildwasser ist es auch so, dass man einfach ein bisschen viel Wasser ins Boot reinholt. Gut, das kann man wieder rauspumpen oder über das Lenzloch, was ja ganz gut geht, haben wir vorhin gesehen, entleeren. Das ist alles ganz okay. Es ist ein bisschen leichter, es lässt sich gut tragen. Auch wenn man eine komplizierte Umtragung ist, wo man nicht unbedingt den Bootswagen einsetzen kann, kann man es gut einfach so auf die Schulter nehmen und tragen. Das ist auf jeden Fall auch noch ein Pluspunkt von diesem Mutex Rush 2. Ein anderer Pluspunkt ist auf jeden Fall, dass es durch den hohen Druck in der Bodenkammer und auch den relativ hohen Druck in den Seitenschläuchen recht stabil in sich wirkt. Das heißt, es verbiegt sich nicht auf dem Bootswagen, es liegt auch schön auf dem Wasser, es quietscht auch nicht so sehr. Beim Seawave habe ich das ab und zu mal, wenn man da gerade zu zweit drin fährt oder so, mit den Sitzen in Verbindung, dass es dann so ein bisschen sich verwindet und auch anfängt Geräusche zu machen. Das habe ich hier so nicht festgestellt. Von der Geschwindigkeit nimmt es sich nichts mit dem anderen Booten. Also ich würde sagen, wenn ihr richtig reinhaut, ist immer natürlich abhängig davon, wie schnell ihr paddelt, ne? Wie athletisch ihr seid. Aber wenn ihr schnell paddelt, dann erreicht ihr so eine Geschwindigkeit von 8 km/h ungefähr bei keiner Strömung, also bei keiner Fließgeschwindigkeit. Wenn ihr normal paddelt, ungefähr so 5 km/h. Ich habe den Eindruck, dass es vielleicht ein Tucken schneller, besser läuft als das Seawave, also ein Tucken schneller ist, weil es einfach auch ein bisschen schmaler ist vorne. Und es kann aber auch täuschen. Also ich glaube nicht, dass die Boote sich da so viel nehmen. Hat ein bisschen weniger Widerstand, liegt nicht so tief im Wasser. Aber ich denke mal, von der Geschwindigkeit ist auch nicht das, was zumindest für mich für den Kauf entscheidend ist. Das größte Manko bei dem Rush 2 sind auf jeden Fall die mitgelieferten Sitze. Das ist mir völlig unverständlich, wie man bei einem Boot mit einem Dropstitch-Boden, mit so einem harten Boden, auch noch so harte Sitze mit so einer geringen Polsterung verkaufen kann, wo einen wirklich, ich bin da 10 Kilometer mit gefahren bis Gräne, mir hat so der Arsch weh getan, das ist unfassbar. Jetzt habe ich hier den Universal-Hochdrucksitz und der, ja, den kann man einfach ein bisschen weicher stellen, es ist top. Da gibt es überhaupt keine Probleme und es ist ein ganz anderes Gefühl, damit zu fahren. Also unbedingt diese Sitze dazu packen, 2 Stück, und dann den Preis aber nicht noch weiter nach oben treiben, weil ich finde, 2000 Euro für das Boot hier ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Ich denke, es hängt damit zusammen, dass es eigentlich das Flaggschiff so sozusagen von Gumutex werden sollte. Sie jetzt aber das Sea Shine rausgebracht haben. Das ist auch noch ein Boot, was ich vielleicht ganz gerne noch mal testfahren würde. Auch Dropstitch-Boden. Vielleicht habt ihr aber auch eher Interesse, dass ich mal ein älteres Gumutex-Boot paddle, was vielleicht so unter 1000 Euro ist. Da gibt es ein paar, die unter 1000 Euro und trotzdem ganz ordentlich, also von der Verarbeitung sowieso, da gibt es bei Gumutex überhaupt nichts zu meckern, bei allen Booten. Aber vielleicht ist das mal ganz interessant, mal eine günstige Variante, die trotzdem gut ist. Habt ihr da Interesse dran, dann schreibt es einfach in die Kommentare, ne? Nachdem ihr den Kanal abonniert habt und die Glocke geläutet habt, natürlich. Für das Spark hatte ich ja eine Empfehlung zu 80% oder 90% auf das Boot gegeben, 80 glaube ich, und zu 100% auf die Sitze. Hier fällt das ein bisschen anders aus. Ich war so bei 70% am Anfang. Ich würde das Ganze aber jetzt so auf 60% runter reduzieren, weil doch einige Sachen mir nicht so gut gefallen an dem Boot. Das ist natürlich nur für mich, zählt das, also für meine Bedürfnisse und meine Vorstellungen von einem Luftkajak. Also 60% fürs Boot, 65% fürs Boot, also nicht so gut für mich geeignet. Es ist für mich geeignet, nicht Qualität und so. Na, sagen wir 60, 65, 70%. Sagen wir, sind wir nett für euch, so 70% würde ich darauf geben. Und auf die Sitze, viel schlimmer geht es eigentlich nicht. Ja, sie waren ganz gut befestigt. Sagen wir 30% für die Sitze. Das ist sehr wohlwollend. Also im Grunde sind die nicht verwendbar. Wenn euch also das Boot kauft, dann unbedingt
mit anderen Sitzen. Könnt vielleicht auch, wenn ihr schon ein Gummitex-Boot habt, da die Sitze von einem anderen Gummitex-Boot einbauen. Müssen eigentlich alle passen. Ihr müsst davon ausgehen, dass wenn ihr über 1,80 seid, ihr das Ding nicht mehr mit einem Spritschutz fahren könnt. Also ihr müsst möglichst kleiner sein, sage ich jetzt einfach mal. Und was war noch? Eben wusste ich noch was. Ihr müsst bereit sein, ein bisschen mehr Geld auszugeben. Allerdings sind wir da immer noch weit entfernt von den Grabnerbooten, wovon ich übrigens auch noch kein einziges gefahren bin. Also da kann ich mir überhaupt kein Urteil erlauben. Ja. Und ich würde mir auf jeden Fall dann die Steueranlage. Also ihr braucht, im Grunde braucht ihr andere Sitze. Da liegt da mindestens bei 100 Euro pro Sitz. Und ihr braucht die Steueranlage. Was die kostet, schreibe ich euch jetzt mal hier unten rein. Also aktueller Stand, Gummitex Steueranlage mit Steuer und Steuerpedal und Seilen und allem drum und dran. Ist der Preis jetzt. Der Preis. Das würde ich mir auf jeden Fall dazu kaufen, weil Finne ist bei flachen Gewässern ein bisschen kompliziert, obwohl ihr habt vorhin gesehen, wir haben aufgesetzt und die Finne, die schlägt dann, also im Grunde drückt sich der Hintern von dem Boot, drückt sich dann so ein bisschen hoch. Wenn er zu zweit drin sitzt, kann er schon wieder ganz anders aussehen. Aber die ist unverwüstbar. Unverwüstlich heißt es, ne? Ja. Ja, also dann ist das Boot vielleicht was für euch. Ansonsten würde ich mich noch mal ein bisschen weiter umschauen. Ich werde mich auf jeden Fall noch weiter umschauen. Und ich hoffe, dass die Kooperation mit Xboot weitergeht. Auch nach diesem Video, was ja jetzt ja nicht nur positiv war. Hoffe ich doch, dass meine ehrliche Meinung trotzdem noch gefragt ist. Ja. Ja, und ich paddel jetzt weiter bis Frieden und dann zeige ich euch noch, ob wir irgendwelche Schäden am Boot haben und wie man das Ding auseinanderbaut. Ihr kennt es, das Übliche. Hier ist jetzt keine Fließgeschwindigkeit mehr, das heißt, die Leine ist jetzt hier schon von Frieden vom Wehr zurückgestaut und ich muss jetzt mal ein bisschen paddeln. Aber wie schon gesagt, das geht mit dem Boot, das läuft nämlich wirklich gut. So, haben wir ganz schön. Also Wasser geht, ne, das steht da vorne. Aber ganz schön Dreck haben wir uns ins Boot geholt. Deshalb erstmal hier ein bisschen ausspülen das Ganze mit gutem Leinewasser. Ja, das mache ich jetzt erstmal und dann wird das auch rausgelänzt hinten. Rausgelänzt. Ich werde das aber zu Hause sowieso nochmal reinigen. Vernünftig. Ah. Wahnsinn, was man sich so an Dreck ins Boot holt. So, dann einmal drehen. Und einmal runter. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal von unten an. Ja. Das sieht top aus. Da ist nichts. Finne ist auch noch da, wo sie sein soll. Hinten natürlich so kleine Abriebspuren, das ist normal. Ja, das ist halt Nitrinol, ne? Das ist halt robustes Zeug. Da gibt's gar nichts. Okay, ich pack zusammen. Wartet, wir haben ja noch dieses 1A. Moment. Dieses 1A Stechpaddel. Das muss ich jetzt hier noch irgendwo hinpacken, damit die Leute das auch abholen können. Ha, wohin? Also, falls du der Besitzer von dem Stechpaddel bist, direkt hier am Wehr. Hier so zwischen den Bäumen stecke ich das hier so ein bisschen rein. Da guckt nur der Griff raus. Also da, hier kannst du es dir abholen. Direkt an diesem Baum. Ich zeige es euch mal von Weitem. Ja, so, da, direkt am letzten Baum. Da ist das Paddel. Und ihr müsst da von der Brücke hier zum Wehr gehen. Und dann könnt ihr es euch da abholen. Ich hoffe, derjenige, der es verloren hat, findet, sieht das Video. Und holt sich sein Paddel wieder. Fände ich cool. Dann unbedingt in die Kommentare schreiben. So, auseinandergebaut. Da ist jetzt bestimmt ordentlich Druck drauf. Hossa. Und die Ventile müssen halt immer drin sein, ne? Dann entleert sich das auch komplett. So, und dann kann man auch ganz leicht hier die Stützen entfernen. Natürlich hier nochmal eine Operzeron-Sicherung. So, zack. Ja. So, ich habe alles zusammengepackt und sage nun
von dieser Stelle hier vom Wehr in Frieden. Liebe Leute, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Test von dem nächsten Kajak oder bis zur nächsten Tour oder einem anderen Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Gehabt euch wohl. Auf Wiedersehen.